Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Fritz und Fertig 2. Im letzten Part haben wir uns beim Tortentennis geschlagen und haben die Weltranglisten ersten den Platz weggenommen. Okay, weiter geht's hier im Bärental. Mal sehen. Wenn ich richtig kicke, dann wollt ihr in Gasthaus zum Spieß gehen. Lass dir von mir mal erzählen, dass wir da unseren Schützenkönig suchen. Komm, das sehen wir uns an. Willkommen zu einem Höhepunkt der Bärentaler Dorfolympiade, der Schützenmeisterschaft. Mann, ist das spannend. Unser lebendiges Geschoss, Louis Leckermaul, hat bereits Platz genommen. Die Kanone wird ausgerichtet und Schuss. Guck mal, Bianca, der hat gleich zwei auf einmal aufgespießt. Ja, das ist nämlich die Kunst an der Sache. Triffst du zwei, dann zählt es mehr. Mit den Pfeiltasten richtest du die Kanone aus. Oh, weia. Mit der Maus verschiebst du sie und per Klick wird der Schuss ausgelöst. Aber Achtung, wenn du einen fliegenden Fisch erwischst, gibt es Punktabzug. Und natürlich hast du nur begrenzt Zeit. Also los! Das schaffen wir. Ach so. Bewegt sich ja sogar weiter. Oh, da ist ein bisschen Übung gefragt. Ach, da ist ein Fisch. Boah, das war Glück. Level 3. Also langsam komme ich rein. Ah, ich wusste, dass da oben irgendwas kommt. Wir sind sehr gut. Sehr gut. Wird natürlich immer schneller. Ah, scheiße. Oh, jetzt wird's nicht mehr so gut. Oh.
Der Schützenkönig wird gebeten, sich in der Liste der Oberspießer zu verewigen. Ich war gespannt. Lass deinen Namen oder ändere ihn und drück dann auf den roten Knopf. Schützenkönig! Jawohl! Ehrental hat einen Schützenkönig! Meinen Urenkeln werde ich noch von diesem gloriosen Tag erzählen! Obwohl ich am Anfang so schlecht war. Na ihr zwei, wie gefällt euch unsere Dorfolympiade? Super! Ja, aber eigentlich wollten wir hier gar nicht hin, sondern zum Schloss von König Schwarz, um unseren Freund Fred fertig zu befreien. Das ist ja nicht mal so weit weg von hier. Gleich hinter dem Sumpf von der Nasse Föß. Pass auf, ich erkläre dir das jetzt mal ganz genau, damit du da auch durchfindest. Hier ist eine Karte von dem Sumpf von der Nasse Föß, ne? Aber pass auf, sonst kommst du nämlich vom Weg ab. Und dann kannst du dir mal so richtig ordentlich eine Erkältung zuziehen. Aber wenn's wisst, wo's lang geht, packt sie das schon. Deshalb habt wie die Korde abteilt. In A, B, C, 1, 2, 3 und so weiter. Und darum können wir euch genau sagen, wo der Battle der Most holt. Also zuerst einmal müsst ihr rüber nach A5 fahren. Klickst du mal drauf? Aber natürlich klicke ich drauf. Voll cool, wie die sprechen. Ja, das war A5. Und gleich weiter nach D8. Wisst, wo das ist? Ich glaube schon. Jo. Jetzt musst du noch D5. D5? Kein Problem für uns. D5. Hey, du bist ja das reinste Satellitennavigationssystem, Cleverle. Nicht schlecht. Aber jetzt geht's ab nach E3. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Und Ecken, genau. Und dann umi noch G1. G1. Mal sehen. Warum fahren die nicht direkt von A1 nach G1? Ja, das ist ein guter Weg, wo ihr ja drauf am Fahren seid. Und jetzt müsst ihr geradewegs nach G4. G4? Ist doch Pippi. Heidenei, ein guter Orientierungssinn, Henner da. Das muss man schon sagen. Wir sind auch sonst ganz schön clever. Nur damit das mal einer sagt. Dann ist es kein Problem für euch, auch nur F6 zu finden, glaub ich. Glaub ich? Nu hätt wie dat bald schafft. Nu musst du noch nach H8 gehen. Nach H8? Na also, das wäre doch mal geschafft. Und gleich hinter dem Sumpf da vorne von der Nasse Föß findet er das Schlösschen vom König Schwarz, ne? Wurde ja auch langsam Zeit. Da wären wir also. Da ist das Schloss von König Schwarz. Was für ein Schuppen. Gruselig. Jetzt müssen wir nur noch König Schwarz finden, um ihn zur Rede zu stellen. Genau. Wenn er Fred fertig wirklich entführt hat, muss er ihn wieder rausrücken. Bisschen gruselig hier. Findest du nicht? Ich frag mich eher, wo die ganzen Fallen geblieben sind. Welche Fallen denn? Na, die Ratten- und Mausefallen, die König Schwarz sammelt. Fred hat ihn doch beim Schach fix und fertig gemacht. Und Fred ist eine Ratte, Capito. Ach so, soll wohl so eine Art Rundumrache an allen Nagetieren dieser Welt sein. Genau, ist aber nur super peinlich, wenn du mich fragst. Komm, lass uns draußen weitersuchen. Ach so, klingeln. Hey, da ist was. Ein roter Knopf. Und eine Falle unter deinem Fuß. Ich drück mal gleich drauf. Bianca, nein! Oh. Sag mal, Bianca, drückst du eigentlich immer auf alle Knöpfe, die du findest? Nö, nur wenn sie rot sind. Hey, da ist ja schon wieder einer. Bianca, nein! Zu spät. Was denn? Fred? Fred, da bist du ja!
Mann, haben wir uns vielleicht Sorgen um dich gemacht. Dieser Feigling von einem König Schwarz hat mich entführt und hier eingesperrt. In einen Kohlekeller. Lächerlich. Ah ja. Und hier ist ja auch seine Fallensammlung. Aber er hat nicht mit uns gerechnet. Warte, ich befreie dich. Danke, Bianca. Und jetzt nichts wie raus hier. Das könnte euch so passen. König Schwarz. Genau. Jetzt bin ich der beste Schachspieler des Landes, denn ihr kommt hier niemals raus. Ha, das mit dem Rauskommen wollen wir erstmal sehen. Und das mit dem besten Schachspieler auch. So wie du spielst, kann dich praktisch jeder besiegen. Soll das ein Witz sein? Nein, eine Drohung. Jedermann kann genügend Schach lernen, um gegen dich zu bestehen. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Man braucht nur einen richtigen Trainer. Zum Beispiel mich. Eine Kanalratte? Sehr amüsant. Was denn? Sollen wir wetten? Wozu denn? Ihr bleibt schön hier, bis ihr schwarz werdet. So schwarz wie ich. Wenn der glaubt, dass wir hier nicht rauskommen, hat er sich aber geschnitten. Genau. Sieht sehr interessant aus. Was ist denn das hier? Ein Hobbykeller? Noch so eine Sammlung, aber diesmal keine Mausefallen, sondern irgendwelche komischen Automaten. Wow, Leute, das sind nicht irgendwelche Automaten, sondern ganz hochinteressante Schachmaschinen. Ich wollte schon immer mit diesen Dingern trainieren. Jede steht für einen ganz speziellen Bereich. Die müssen wir uns unbedingt genauer ansehen, Leute. König Schwarz benutzt sie wohl, um hier sein bisschen Grips aufzupolieren. Naja, was man nicht im Kopf hat, hat man eben im Keller rumstehen. Wie bitte? Hör mal, du Göre, ich verbitte mir diesen Ton. Und wehe, einer fasst hier meine Automatensammlung an, dann... Schalte ich ab, Online-Opa. Und wenn du es mir verbietest, mache ich's extra. Wenn's dir nicht passt, kannst du uns ja rausschmeißen. Niemals! Ich bin der beste Schachspieler des Landes. Daran wird mich so eine Kanalratte nicht hindern. Und so ein paar dahergelaufene Kinder schon gar nicht. Also, wenn du uns nicht rauslässt, dann lassen wir uns eben selber raus. Was? Nein, das schafft ihr nicht. Das Kotschloss ist absolut unüberwindlich. Außerdem seid ihr viel zu dusselig, um mit dem illusorischen Aufzug auch nur ein einziges Stockwerk höher zu fahren. Was war das für ein Aufzug? Wie soll der sein? Philosophisch oder so. Da liegt ein Zettel. Was ist denn das? Keine Ahnung, eine Tabelle oder sowas. Ich leg's mal in mein Tagebuch. Vielleicht kann ich es später zu was gebrauchen. Komisches Ding. Was bedeutet das wohl? Das kann ich euch schon sagen, nur ich möchte es euch nicht vorweggreifen, falls ihr es nicht wisst. Angreifen und decken. Huch, eine Tiefkühltruhe. Quatsch, das ist eine Trainingsmaschine. So eine wollte ich mir schon immer mal zulegen. Und warum hast du es nicht gemacht? Kein Geld, Junge. Angreifen und decken. Aha, hier geht's um Eis. Kein Wunder, dass Fred so scharf auf diese Maschine ist. Quatsch, solange es hier nicht um Käse geht, ist mein Interesse rein fachlich. Na, dann kannst du es uns sicher auch erklären. Oh ja. Sagen wir mal, wir wollen alle beide dieses Eis haben, das der Springer da hat. Oder soll ich es euch lieber mit Käse erklären? Bleiben wir mal beim Eis. Na schön. Beide Mannschaften wollen es haben. Und schicken nacheinander ihre Leute hin, die sich darum kloppen. Wer kriegt es am Ende? Wir natürlich, die Weißen. Man muss sich aber gar nicht gleich um das Eis kloppen, um herauszukriegen, wer es kriegt. Man kann es einfach ausrechnen. Ausrechnen? Wie denn das? Durch simples Abzählen. Die Weißen haben 1, 2, 3 Figuren, um das Eis anzugreifen. Die lila Mannschaft hat nur 1, 2, um das Eis zu decken. Weiß hat einen mehr und gewinnt dieses kleine Spielchen auf alle Fälle. Du meinst das Eis? Ja, das Eis. Probieren wir es aus.
Wer kriegt hier das Eis, wenn Weiß anfängt? Mal nachzählen. Wir können uns das Eis mit 1, 2, 3 Figuren schnappen. Du mit 1, 2. Wir kriegen das Eis. Stimmt, aber das bleibt euch vermutlich im Hals stecken, weil ihr dafür die Dame hergeben müsstet. Und dann lohnt sich der schönste Abtausch nicht. Die Figuren sind ja unterschiedlich viel wert, wie ihr wisst. Genau, da steht auch was in meinem Tagebuch drüber. Die Dame ist am wertvollsten. Sie ist so viel wert wie 9 Bauern. Dann kommt der Turm mit 5 und Läufer und Springer mit jeweils 3. Gut, Bianca. Um es einfacher zu machen, können wir in Eiskugeln rechnen. Schauen wir uns die Sache mal an. Die Dame fängt an und kloppt sich mit dem Springer. Der ist 3 Eiskugeln wert, also 3 Kugeln für Weiß. Ich schlage prompt zurück und gewinne mit meinem popligen Bauern 9 dicke, fette Eiskugeln. Ein schlappes Eiskügelchen für euch. Kein toller Tausch für die Dame. 5 Punkte für Gryffindor, ich meine für mich. Und ebenfalls 5 Kugeln für euch. Ergebnis? 14-9 für mich. Ihr gewinnt zwar das Feld, auf das alle scharf sind, aber du hast die meisten Eiskugeln. Und außerdem schmilzt unser Eis schon. Aber aufgepasst, das dickste Eis nützt dir nichts, wenn du hinterher schachmatt bist. Das versteht sich ja wohl von selbst. Hier wäre so ein Fall. Alle wollen das Eis vom Springer haben. Wer kriegt es, wenn Weiß am Zug ist? Mal nachzählen. Und 3 Eiskugeln für Weiß. Weil so ein Springer nämlich 3 Eiskugeln wert ist. Oinks! Und 5 Kugeln für Lila. Weiß schlägt zurück und hat die meisten Eiskugeln. Aber Vorsicht, Leute! Was nützen all die Eiskugeln, wenn am Ende die ganze Eisdiele pleite macht? Schach! Hilfe! Der weiße Turm zieht dazwischen, was aber nicht lange hilft. Zack, Schachmatt. Also, wenn das so gefährlich ist, esse ich nie wieder ein Eis. Oder vielleicht doch? Übung zur Schulung des Blicks. Ah, der Apparat stellt eine Aufgabe. Klicke die Figur an, die nicht ausreichend gedeckt ist. Gedeckt? Du kannst auch sagen, verteidigt. Und achte auch darauf, wer am Zug ist. Also am Zug ist Weiß und das Abzählen, das ist sehr hilfreich, das spart viel, viel Zeit. Das kann ich euch sagen. Jawoll! Also das mit den Eiskugeln hier rechts, das braucht man nicht so wissen, das sieht man dann irgendwann schon, aber dieses Abzählen mit 1, 2, 3 greifen an und 2 verteidigen, das erspart viel Zeit, meiner Meinung nach. Aber diese Grafik ist irgendwie komisch. Kann man schlecht erkennen, was ist. Soll das ein Läufer sein? Ich finde, die haben das gut erklärt. Gold, richtig, mein Junge. Dankeschön. Danke, danke. Okay, Weiß ist wieder am Zug und der sieht mir sehr, sehr ungedeckt aus. Zur Not hätten wir auch noch einen vierten. Jetzt ist Schwarz am Zug, das darf man nicht vergessen. Huch, Motten! Das sind doch keine Motten, das sind Gripsfliegen, Elosophila, kurz Elos genannt. Die sind völlig harmlos und sogar ein gutes Zeichen.
Ein Zeichen? Wofür? Für Grips, mein Junge. Diese Tierchen werden von Grips angezogen. Je mehr du davon in der Birne hast, desto mehr Elos schwirren um sie herum. Ach so. Na, eigentlich sind die ja ganz süß, diese Elos. So wie die Schwalbe hoch oben das gute Wetter anzeigt, so zeigen die Elos die Gripsvermehrung an. Die besten Züge, die er wählt, der Spieler, der auch richtig zählt. Ich bin ganz begeistert. Ich auch. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.